Am Wochenende fanden quer durchs ganze Land friedliche Corona-Proteste statt. Der größte davon in der Bundeshauptstadt mit über 100.000 Teilnehmern. Dass sie so friedlich waren, passte vor allem einer Person nicht ins Konzept, und zwar ÖVP-Innenminister Nehammer. Am Sonntag zog er gemeinsam mit dem Wiener Vizepolizeichef im Zuge einer Pressekonferenz eine Demo-Bilanz. Nehammer konnte eine deutlich radikalisierte Stimmung bei der Demo in Wien wahrnehmen. Doch interessant wurde es vor allem bei einem Punkt. Nehammer kam nämlich ziemlich schnell auf einen Vorfall in Linz zu sprechen. Dort wurde ein Streifenwagen der Polizei angezündet. Die Täter hätten bei ihrer Einvernahme zugegeben, sie hätten auch die Beamten verbrennen wollen. Das sei ein Ausmaß an Radikalisierung, das in keinster Weise hinnehmbar sei, betonte Nehammer. Interessant dabei ist, dass dieser Vorfall bereits wenige Tage vor der Demo passiert ist und mit der Demo in Wien wohl eher wenig zu tun hat. Vielmehr handelt es sich um eine Gruppe junger Migranten, die schon seit geraumer Zeit ihren Stadtteil terrorisiert. Am Dienstag tauchte auf der Plattform TikTok auch ein Video der Geschehnisse auf. Die Migrantengruppe hatte ihre Taten aufgezeichnet und stolz ins Internet gestellt. Jetzt stellt sich die Frage, warum erwähnt Nehammer diesen Vorfall im Zuge seiner Bilanz über die friedliche Corona-Demo in Wien? Und warum wurde verschwiegen, dass es sich hier um eine mehrfach verhaltensauffällige Migrantengruppe aus Oberösterreich handelt? Will man nun sogar schon die ausufernde Migrantengewalt den zigtausenden friedlichen Corona-Demonstranten unterschieben? Herr Nehammer, schäbiger geht es wohl nicht mehr. Schäbig war auch die Tatsache, dass man bei der Pressekonferenz von 400 Anzeigen während der Demo sprach. Die Zahl 400 soll offenbar den Anschein erwecken, dass die Corona-Demonstration ein massives Sicherheitsproblem darstellte. In Wahrheit handelte es sich großteils um Maskendelikte, sprich wo Menschen nicht oder nicht ordentlich ihre Maske aufhatten. Übrigens, bei der FPÖ-Kundgebung beim Museumsquartier musste man Teilnehmer ohne Maske wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Aber apropos Maske. Während Nehammer sich mit seinen Maskenanzeigen brüstet, nimmt er es mit der Maske selbst nicht so genau. Auf seiner Facebook-Seite postete er am Sonntag ein Foto von sich im Lagezentrum der Polizei, wo er offenbar die friedlichen Demonstrationen mitverfolgte. Auf dem Bild sind neben Nehammer auch etliche Polizisten des Einsatzstabes zu sehen. Und allesamt pfeifen auf Abstand und FFP2-Schutzmasken. Zusammengefasst, während auf der Demo die bösen Maskensünder abgestraft wurden, beobachtete Nehammer maskenlos und ohne Abstand in warmen Räumlichkeiten das Demo-Geschehen. Das besagte Posting wurde übrigens von Nehammers Social-Media-Trupp nach Kritik einiger User wieder gelöscht. Gut, dass es von Alternativmedien wie etwa unzensuriert.at gesichert werden konnte. Die Alternativmedien waren es auch, die ausgewogen und breit über die friedlichen Corona-Demonstrationen vom Wochenende berichtet haben. Und FPÖ-TV konnte mit seinem Demo-Livestream teilweise über 30.000 Live-Zuseher gleichzeitig mit Bildmaterial aus Wien versorgen. Auf Facebook wurde der Livestream bereits knapp 600.000 Mal aufgerufen. Und dazu kommen auch noch 235.000 Aufrufe auf YouTube. Ganz nach dem Motto, wir zeigen, was andere verschweigen. Die größte Tageszeitung im Land, die Krone, hat die Demo zwar nicht verschwiegen, aber jeder mag sich selbst seine Meinung über das Titelblatt samt der Berichterstattung im Blattinneren bilden. Im Titel sprach man von Eskalation und auch die völlig unrealistische Teilnehmerzahl von 40.000 wurde erwähnt. Den Fokus legte man lieber auf eine völlig ausgewogene Bilderauswahl. Abgedruckt wurde auch eine Umfrage, die zeigen soll, dass die Österreicher kein Verständnis für die Demo haben. Das Problem? Die gleiche Umfrage schaute am Sonntag online auf krone.at schon wieder ganz anders aus. So viel zur Berichterstattung in den Mainstream-Medien. Da freut man sich dann schon glatt, wenn Florian Klenk vom Falter, der ohne Zweifel nicht gerade als FPÖ-nahe bezeichnet werden kann, auf Twitter ausrückt, um zu schreiben, was am Demo-Samstag wirklich Sache war.